Willkommen zu einer weiteren Folge von The Witcher Teil 1. Ich nehme mal an, wir sind jetzt auf dem Weg zum Kirnisch. Kann ich durch? Abscheuliche Bestien. Wie schön, dass sie tot sind. Ihr werdet die Welt sehen, haben sie gesagt. Verdammt, danke. Ist das heiß in diesem Ding. Ja, mach Platz. Geralt? Seid ihr bereit für die Überfahrt? Ja, und ihr? Einen Moment noch. Weil? Ach so, das ist von Alt-Visima. Okay, alles klar. Geralt? Seid ihr bereit? Ja. An die Riemen. Euer Hoheit, wir haben einen Sieg errungen. Trotz schwerer Verluste haben wir das Händlerviertel zurückerobert. Bestens. Was gibt es Neues von Devent? Er ist tot. Der Hexer, dieser gottlose Schlechter, hat ihn niedergestreckt. Dieser nutzlose Devent. Haben die Ausrufer das Volk informiert, dass Prinzessin Adda zur Striege wurde? Ja, aber der Hexer hat die Bestie gefunden. Geralt von Riva. Nur ihr steht noch zwischen mir und... Wir müssen die Flammen des Chaos schüren. Schickt weitere unserer Experimente hinaus und lasst die Elfen alles verwüsten. Großmeister, ich protestiere. Als Adliger und Vertreter der... Genug. Gebt den Leuten mehr zu essen und sagt ihnen, dass jeder gottesfürchtige Mensch Zuflucht in der Burg des Ordens der Flammenrose findet. Adalbert, ich danke euch für eure treuen Dienste. Bringt ihn weg. Eine neue Zeit bricht an. Eine Zeit der Übermenschen. Niemand wird mich aufhalten. Ich mache euch zu meinem neuen Adjutanten. Kennt ihr eure Aufgabe? Hexer töten. Dann geht. Geralt, ihr kommt in einem Moment, den man guten Gewissens als historisch bezeichnen kann. Ich freue mich, dass ihr noch lebt, Rittersporn. Aber ich habe wichtigere Dinge, die... Wichtiger als die weitreichenden Konsequenzen einer Allianz zwischen Temerien und Redanien? Hört mit eurer Dramatik auf und erzählt mir, was geschieht. Gestattet mir ein gewisses Maß an Höflichkeit. Triss, meine Freude über dieses Zusammentreffen... Triss, sag diesem Witzbold, er soll zur Sache kommen. Also, was ist das für ein historischer Moment, Rittersporn? Da das Königreich in Flammen steht, hat Foltest eine Abmachung mit den Nachbarstaaten getroffen. Zweifellos mit diesem Ehrgeizling, Radovid von Redanien. Geralt, Foltest muss vom Verrat des Großmeisters erfahren. Wir müssen mit dem König reden. Das ist da, wo wir ewig nicht reinkonnten. Was zu trinken wäre jetzt ganz schön. Und wir dürfen auch nicht durch. Oder ist das das Tor? Alles zu. Willkommen, Hexer. Euer Hoheit. Wir haben einiges zu besprechen. Gewiss. Genug der Worte, mein Sohn. Wir müssen das Feuer in diesem Hurenhaus löschen. Ihr bekommt die Hand der Prinzessin und, wenn mich das Leben etwas gelehrt hat, auch das halbe Königreich, sobald ich tot bin. Was der Aldersberg betrifft, wir müssen ihn loswerden. Der Hexer wird ihn töten. Was? Beruhigt euch. Wir bezahlen euch so viel ihr wollt. Ich bin ein Hexer, kein Mörder. Na gut. 10.000. Ist das nicht etwas hochgegriffen? Kommt schon, Foltest. Das Königreich ist viel mehr wert. Nun, ich nehme an, der Junge hat recht. Dennoch halte ich 8.000 für angemessener. Abgemacht. Dann sind wir uns ja alle einig. Radovid, eure Armeen müssen den Orden in Redanien und im Norden meiner Länder bändigen. Meine Armeen begeben sich auf eine Mission brüderlicher Unterstützung. Ich will keine brüderliche Unterstützung, verdammt nochmal. Der Ausdruck geht mir gegen den Strich. Ihr vernichtet die Ritter des Ordens und zieht euch zurück. Beruhigt euch, Foltest. Meine Kinder werden dieses Land einmal regieren. Ich will es nicht zerstören. Verzeiht mir,
Euer Hoheiten. Aber ich denke, es ist Zeit für mich. Eine Sache noch, Hexer. Ja? Sprechen wir über Politik. Und kommt mir nicht mit Neutralität. Wenn ich bedenke, wer euch begleitet, steckt ihr bereits bis über beide Ohren mit drin. Euer Hoheit, euer Wunsch ist mir Befehl. Für den Mann auf der Straße kämpft der Orden gegen meine Armeen. Aber dies ist eigentlich eine Konfrontation zwischen mir und dem Großmeister. Dieser ehrgeizige Fanatiker hat alle Aktionen der Salamandra gelenkt und die Unruhen vorsätzlich angezettelt. Was meint ihr damit? Ich dachte mir, dass euch das interessieren würde. Es interessiert mich sehr. Der Hurensohn greift mich mit Stahl, Gift und Magie an. Es ist an der Zeit, eure Verbündeten zu wählen. Und ihr solltet eure Wahl mit Bedacht treffen, Hoheit. Ich sehe, unsere süße Zauberin indoktriniert euch bereits. Ich bin überzeugt, dass der richtige Zeitpunkt für eine Übereinkunft gekommen ist, euer Hoheit. Ich werde euch beraten und unterstützen, mit Worten und Magie. Und der eurer geschätzten Freundinnen? In der Tat, das könntet ihr. Aber vergesst nicht, Merigold, ich regiere hier. Werdet nicht wie Philippa, dafür seid ihr zu hübsch. König, Zauberin und Hexer vereint gegen das Böse. Das wäre eines Gemäldes würdig. Aber wenn wir noch lange zögern, ist alles verloren. Hoheit, da wäre noch etwas. Hexer? Wie geht es Ada? Deutlich besser, als es ihr als Striege ging. Es dürfte aber noch dauern, bis sie wieder sie selbst ist. Hexer, wie kann ich euch danken? Ich freue mich, dass Ada wohlauf ist. Könnt ihr mir versichern, dass das Gleiche für die Freunde des Hexers gelten wird? Euer Hoheit? Ja, das kann ich versprechen. Hexer, ich will wissen, wer hinter all dem steckt. Devet hat die Prinzessin verwandelt. Wieso? Er wollte Einfluss bei euren Feinden gewinnen. Dieser Bastard, wenn ich ihn in die Finger bekomme. Die Verantwortlichen glaubten, eure Position würde geschwächt, wenn die Prinzessin als Striege wütet. Devet hat seine Strafe erhalten. Es freut mich, das zu hören. Und jetzt geht. Bisima brennt. Kämpfe wüten in der Stadt. Ihr habt eine schwere Zeit vor euch. Die Leute sehen uns Hexer als Ungeheuertöter. Zu Recht. Nur wenige wissen, dass es für uns befriedigender ist, einen Fluch oder Zauber aufzuheben. Schwerter sind die letzte Lösung. Solange eine Chance bestand, die Prinzessin zu retten, musste ich es versuchen. Es hat sich gelohnt. So. Genau, das wollte ich eigentlich gerade nachgucken. Dies ist nicht die Stunde für Worte. Wir müssen handeln. In Temerien herrscht das Chaos. Wir müssen uns beeilen. Ist ja gut. Was? Okay. Was zu trinken wäre jetzt ganz schön. Dann sprach der kühne Foltest diese Worte. Tugendhafter Radovid. Was zum Teufel soll das werden? Ich versuche, die Geschehnisse für die Nachwelt wahrheitsgemäß und exakt zu erhalten. Er sagte, genug der Worte, mein Sohn. Wir müssen das Feuer in diesem Hurenhaus löschen. Geralt, ihr habt keinen Sinn für Poesie. Es gibt die Wahrheit der Gegenwart und die der Legenden. Ihr seid unverbesserlich. Die Feder ist mächtiger als das Schwert. Und auch ihr seid unverbesserlich. Lauft einfach los, die Welt zu retten, obwohl euch niemand darum gebeten hat. Ich muss etwas zu Ende bringen. Ich verstehe. Viel Glück. Okay, wir waren doch nicht bei der Burg hier. Das ist ja
dass ich das nicht gleich wiedererkannt habe. Aber gut. Geht, Geralt. Ich will nicht kämpfen. Dann zwingt mich nicht dazu. Tretet beiseite. Ich habe meine Befehle. Wir müssen das Königreich retten. Dann lasst die Zivilisten in Frieden und kämpft gegen den wahren Feind. Ja, den Elfenabschaum. Männer, formiert euch! Und die Zivilisten? Sie sollten besser gehen. Ihr Leute, flieht von hier! Euer König gewährt euch vielleicht Zuflucht. Geht, wenn ihr überleben wollt. Okay. Kommt rein, da ist es sicherer. Ihr habt recht. Okay. Ich bin ja allein unterwegs, ne? Doch nicht. Ich wollte schon sagen, dachte, Triss wäre dabei, aber... Seid gegrüßt. Laufen die Geschäfte gut, Zwerg? Ein Krieg kann profitabel sein. Wenn nur die Steuern des Königs nicht wären, die Pest soll sie holen. Wie seid ihr hierher gekommen? Habt ihr keine Augen im Kopf? Ritter, Soldaten und Scoia'tael laufen durch die Straßen und schlachten ab, wen sie können. Ich bin für alle ein Verräter. Verstehe. Und alle haben den Kopf voll von Prophezeiungen, Schicksal, seltsamen Vorzeichen und anderem Unsinn. Man kann mit niemandem reden. Das tut mir leid, aber ich muss jetzt gehen. Lebt wohl. Seid gegrüßt. Auch andere Opfer des Krieges haben hier Schutz gesucht. Wir werden nicht lange bleiben. Wir müssen zum Kloster. Ihr gehört also zu denen, die auf das ewige Feuer vertrauen? Es ist sinnlos, wieder raus auf die Straße zu gehen. Ihr werdet sterben. Gibt es einen anderen Weg? Versucht es mit der Kellertür. Wohin führt sie? In andere Keller. Und am Ende zu einem Ausgang, nehme ich an. Aber ich kann nicht garantieren, dass der Weg sicher ist. Wir riskieren es. Der Schlüssel müsste irgendwo im Haus sein. Oh nein, da ist die Oma wieder. Gold. Oh, jetzt müssen wir eigentlich noch den Großmeister besiegen, ey. Einmal Silber noch. Na gut, tränkemäßig sind wir immer noch nicht weiter, nehme ich mal an. Nee. Ihr hier? Ich bin auf einer wichtigen Mission für den König. Das ist lobenswert. Auch ich wollte Volltest in diesen schwierigen Zeiten meine Dienste als Berater anbieten. Leider kam ich nicht durch das brennende Vizima. Ich muss zum Kloster. Ich habe viel über ein Phänomen erfahren, das euch interessieren dürfte.
Die wilde Jagd. Erzählt mir davon. Im Volksglauben verkörpert der König der wilden Jagd den Tod. Er trägt die Seelen davon. Häufig betrachtet man ihn als Werkzeug des Schicksals. Schicksal. Die wilde Jagd ist ein Omen von Krieg und Tragödien. Neuerdings sieht man sie häufig in der Nähe von Vizima. Hütet euch. Ich muss gehen. Lebt wohl. Seid gegrüßt, Hexer. Seid gegrüßt. Ich habe Angst. Das Zeitalter der Verachtung ist gekommen, wie es vorhergesagt wurde. Was wollt ihr damit sagen? Kennt ihr Idlines Prophezeiung? Nicht so genau. Der Krieg mit Nilfgaard lieferte den Beweis. Denn Idlinne hat vorhergesagt, dass das Blut der Aen Seide, der Elfen, das Land tränken würde. Die Leute glaubten, das Zeitalter von Schwert und Axt, das Zeitalter des wölfischen Sturms wäre gekommen. Kennt ihr den Rest? Ich bin nicht sicher. Dann hört zu. Es kommt die Zeit von weißem Frost und weißem Licht. Die Zeit von Wahnsinn und Verachtung. Tet Dereat, das Ende der Zeitalter. Die Welt wird in Frost untergehen. Schluss jetzt mit dem Pessimismus. Die Prophezeiung hat begonnen. Das kommt auf uns an. Lebt wohl. Möge Militele euch beschützen. Mir sind Prophezeiungen egal. Das Leben gewöhnlicher Leute dagegen nicht. Ich weiß, dass ihr die Menschen mögt. Ich habe Carmen glücklich vereint mit dem Hauptmann der Wache gesehen. Wisst ihr, dass sie geheiratet haben? Das ist schön zu hören. Carmen hat viel durchgemacht. Sie lebte im Umland. Ihr Vater war Priester des ewigen Feuers. Ein verdammenswerter Mann der Religion. Sie wurde schwanger und er hat sie rausgeworfen. Dann ist sie nach Vizima gegangen. Ihr wisst ja, wie es endete. Das wusste ich nicht. Geil. Oma. Die Eichhörnchen und der Orden. Diese Trockenen stören unseren Sumpf. Ihr steckt in der Klemme, was? Ich hatte einen Traum, Weißhaariger. Euer Schicksal wird sich erfüllen. Ich komme, euch zu sagen, verwechselt die Sterne nicht mit ihrem Bild im Spiegel eines Sees. Ich werde es mir merken. Da fällt mir gerade ein, wir haben nie diese Büste im Sumpf benutzen können. Seid gegrüßt, Hexer. Seid gegrüßt. Ich habe... Ah, okay, das können wir schon. Die Tempelschule ist langweilig. Weitere Tränke, aber im Prinzip kann ich damit momentan eh nicht anfangen. Wir müssen dem Tod dieser verdammten Hure ins Gesicht lachen. Aber steht ja mal da hochwertige Tränke, ey. Ach, was soll's. Oder? Hier ist auch kein Händler mehr, ey. Der Schlüssel. Questgegenstand. Das müsste ich eigentlich mitnehmen. Ich hau jetzt erstmal die Schale weg und die Handschuhe und die Blumen. Ach, verdammt, ich wollte doch... Na gut, dann würde ich sagen, geht's hier in der nächsten Folge nochmal weiter. Spitz bedanke mich. Bis dann.